Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Fantic 26 YouTube Video. Heute dreht sich mal alles um das Thema Grip Tape und wie man das perfekt auf sein Deck drauf macht. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich hole euch einfach hier auf den Tisch und zeige euch genau, wie es funktioniert. So, wir fangen jetzt heute einfach mal damit an, dass ich euch zeige, was wir heute brauchen. Zu einem ist das ein Imbusschlüssel, dann ein 90-Grad-Winkel. Kann man auch ein Geodreieck nehmen, wenn man jetzt keinen 90-Grad-Winkel hat. Dann natürlich ein Messer, am besten ein Teppichmesser. Die funktionieren eigentlich immer richtig gut. Und zu guter Letzt, falls man es hat, noch eine kleine runde Feile. So, jetzt fangen wir als allererstes an, erstmal das Grip Tape zur Seite zu tun und einfach mal die Achse und die Bremse aus dem Deck rauszubauen. Ne, einfach mal eben ein bisschen rausschrauben, damit man gleich da mehr Platz hat, um perfekt zu schneiden. So, wenn wir jetzt die ganze Hardware abgenommen haben, nehmen wir uns unser Grip Tape und legen es einfach erstmal hier drauf, halten es schön zentral und gucken, wo unsere Head Tube anfängt. Dort machen wir dann einen kleinen Knick ins Grip Tape, tun das Deck zur Seite und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das gerade abzuschneiden. Deswegen haben wir den Winkel bzw. das Geodreieck. Das können wir nämlich jetzt einfach perfekt hier dran halten, nehmen unser Messer und können genau im 90-Grad-Winkel komplett gerade das Ganze abschneiden. Jetzt fangen wir an, das Grip Tape abzuziehen. Wir pulen einfach hier unten was ab. Ich persönlich mag es immer, erst nur ein bisschen abzuziehen und dann einfach zu gucken, dass ich Schritt für Schritt weitergehe. Das heißt, ich fange jetzt hier unten an, gucke, wie viel Platz ich habe und gucke, dass es möglichst gerade ist. Einfach hier an den Seiten so ein bisschen fühlen, dass es auf allen Seiten gleich dick ist, damit es schön in der Mitte gleich ist, das Logo. Wenn man es mittig hat, dann einfach hier schon mal den Anfang draufkleben. Ne, wenn man es doch fühlt, okay, das ist jetzt nicht so ganz gerade, zieht man das Ganze wieder ab. Das geht nur ein paar Mal. Also man sollte echt vorsichtig sein, dass man es nicht so oft abzieht, weil irgendwann klebt der ganze Kleber darunter einfach nicht mehr. So, ich habe es jetzt relativ mittig drauf. Jetzt fange ich an, einfach hier unten dieses Papier weiter abzuziehen und gehe mit der anderen Hand immer weiter mit und drückt das ganze Grip Tape runter. So vermeidet ihr Blasen auf eurem Grip Tape oder in eurem Grip Tape, die dann einfach später wirklich das Grip Tape teilweise wieder abziehen können. Und das will man natürlich nicht. So, nochmal schön drauf drücken und dann hat man das Ganze. Jetzt nehmen wir hier unsere Feile und fangen an, hier die Seiten einmal so lang zu ratschen, um einfach das Grip Tape an der Stelle, an der Kante einfach ein bisschen dünner zu machen, damit man gleich besser durchschneiden kann. So, wenn wir die Kanten jetzt alle geschliffen haben, müssen wir natürlich noch den Platz für das Hinterrad frei machen. Dort nehmen wir jetzt einfach unser Messer und fangen an, hier ein kleines Dreieck zu formen am Ende und dann einmal in der Mitte. So kann man nämlich jetzt perfekt die Seiten hier drunter drücken. Die fallen wir jetzt auch nochmal einmal. So, jetzt haben wir alle Kanten abgeschliffen. Jetzt drehen wir einfach mal das Deck hier, damit wir gleich einfach besser von uns wegschneiden können, weil niemals zu euch herschneiden, das ist sehr gefährlich mit so einem Messer. Einfach hier jetzt einen kleinen Anfang machen und dann das Messer angewinkelt lassen und einfach nur noch lang gleiten lassen. Genau, und dann geht ihr einmal hinten durch. Ne? Wenn ihr mal ein bisschen wenig abgeschnitten habt, dann könnt ihr es im Nachhinein immer noch alles verbessern. Ich gucke jetzt mal hier zum Beispiel, hinten ist zum Beispiel was, das verschönern wir jetzt einfach nochmal, so. Und dann haben wir die erste Seite schon gemacht. Das gleiche machen wir natürlich noch auf der anderen Seite. Dort schneiden wir wieder von uns weg, um die Ecke und zack. Das gleiche machen wir jetzt auch im Innenraum. Hierfür nehmen wir jetzt einfach das hier, schneiden das Ganze hier ab. So, jetzt haben wir das ganze Deck auch schon gegrippt. Bei manchen Decks ist hier oben nochmal ein oder zwei Löcher für die Schraube von der Bremse, die einfach nochmal einstechen und ausschneiden und dann seid ihr auch schon komplett fertig. So, das war's auch schon mit diesem Video zum Thema Grip Tape drauf machen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr könnt in Zukunft euer Grip Tape selber drauf machen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Ideen für weitere Videos, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Gebt uns ein Like und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und viel Spaß beim Scooten.